Das ist dieselbe Lehre, über die bei Iman TV gelästert und gespottet wird. Im Dawa-Stream. Aber wenn's um die Dawa-Methoden geht, ja, guck mal, was der für eine Ethik hat. Ja, guck mal, was das für ein toller Mann. Ach nee. Wenn's die Bibel lehrt, ist es schlecht. Und wenn es ein Dawa-Muslim macht, ist es gut. Wie nennt man das? Heuchelei? Das fand ich echt eine faszinierende Geschichte. Und zwar kommen die bei beiden vor. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, wir gucken nicht die Ayra Go-Rap-Methode an. Da könnt ihr auch nochmal gucken. Bei Stunde 1, 28, 30 ist das. Und es wird nochmal erwähnt in Stunde 3, 6, 20. Wir gucken uns jetzt mal an, was Sertac sagt. Und zwar in Minute 22, 15. Ja. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir sind sehr aktiv mit Brüdern aus London. Und ich weiß nicht, ob ihr eventuell Subur Ahmed kennt oder Imran Hussein, die haben uns mal besucht. Und die Brüder haben mir das mitgeteilt, dass sie haben natürlich öfters Infostände, öfters Veranstaltungen. Und sie nehmen auch sehr neue Leute dazu, zu diesen Ständen. Und eines Tages war ein ägyptischer Bruder dabei. Dieser ägyptische Bruder hatte jetzt nicht die besten Englischkenntnisse, aber er war sehr motiviert mitzumachen. Okay, er war sehr ermutigt, da mitzumachen. Und er kam eines Tages mit zu diesem Stand. Sein erster Stand. Und sie haben den Stand aufgestellt, haben Gespräche geführt, haben Broschüren verteilt, haben Bücher verteilt. Und plötzlich kam eine Frau. Und diese Frau kam zu diesem Bruder und spuckte ihm ins Gesicht beim Stand. In diesem Moment, wie reagiert der Bruder? Der Bruder nimmt ein Taschentuch raus, wischt sich die Spucke aus dem Gesicht und nimmt ein zweites Taschentuch raus und gibt es der Dame, weil während sie gespuckt hat, ist hier Spucke hängen geblieben. Auf dem Kinn. Okay? Diese Person, diese Dame geht weg vom Stand. Die Brüder besprechen das kurz. Zwei Wochen später, regelmäßig haben sie Widerstände und sie waren am selben Ort. Dieselbe Dame kommt wieder. Und sie führen ein Gespräch, halbe Stunde, dreiviertel Stunden, mit derselben Person. Und sie nimmt den Islam an. 4 Wochen später heiratet dieser Bruder diese Schwester. Das ist so ein kleiner Einblick, was so wirklich abgeht, wenn man intensiv in der Dauer tätig ist. Und dieser Bruder, was hat er gemacht? Und das ist wirklich eine Kunst in der Dauer, wirklich zu erkennen, diese Person, du musst dir vorstellen, der bekommt medialen Input jeden Tag, das sind böse Menschen, die wollen dir etwas Schlechtes antun. Und diese Person ist aufgeladen, kommt, macht diese Aktion und der Bruder versteht es, weil die bekommt ja keine andere Information, sie hat ja nicht wirklich eine andere Informationsquelle. Und er zeigt Empathie und er ist mitfühlend mit dieser Person. Diese kleine Tat, und ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich möchte so eine kleine Matrix aufbauen, aber... Jetzt frage ich euch mal, diese Geschichte, ist das das, was Muslime tun sollen oder ist das das, was Jesus uns gelehrt hat, uns Christen? Und zwar diese Lehre, die vom Ex-Iman-TVler Anas, wo sich darüber lustig gemacht wird, über diese Lehre, ja, guck mal, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen wird und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ich habe gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Sondern, so heißt dann noch, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ist das, was da als vorbildlich genannt wird und was auch tatsächlich vorbildlich ist, kein Ding, was der Mann da gemacht hat, dieser Ägypter, von dem er hier erzählt,
ist ja absolut richtig. Die Frage ist nicht, ob das richtig ist. Meine Frage ist, ist das islamisch oder ist das christlich? Und nochmal, das ist dieselbe Lehre, über die sich ein Anas-Islam lustig gemacht hat. Das ist dieselbe Lehre, über die bei Iman TV gelästert und gespottet wird. Im Dawa-Stream. Aber wenn's um die Dawa-Methoden geht, ja, guck mal, was der für eine Ethik hat. Ja, guck mal, was das für ein toller Mensch. Ach nee. Wenn es die Bibel lehrt, ist es schlecht. Und wenn es ein Dawa-Muslim macht, ist es gut. Wie nennt man das? Heuchelei? Ja. Die christliche Ethik, die wird also hochgehalten bei der Gopas-Methode. Nicht die islamische Ethik, die christliche Ethik. Super. Weiter so, Sertac.